Das ist die Welt von Beyblade, in der die besten Blader ihr Können und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen. Sie schmieden ihr eigenes Schicksal selbst und nutzen dafür sogar die Kraft der Elemente. Wenn Blitz, Wasser, Wind und Feuer kollidieren, ist die Zeit reif. Let it rip! Bay-Fans auf der ganzen Welt, seid gegrüßt! Seid ihr auf dem Laufenden? Beim Lightstern-Battle-Turnier wird gerade das dritte Match der ersten Runde beendet. Aus Gruppe A werden Vault Ahoy und Pre-Forsythe ins Halbfinale einziehen. Und aus Gruppe B, naja, ihr werdet alle überrascht sein. Der düstere Prinz hat es ins Halbfinale geschafft. Ich werde diese Unverschämtheit nicht dulden! Der Sieger des heutigen Battles zwischen Aiga Akabana und Pax Forsythe wird Beldizoras Gegner. Also bleibt unbedingt dran! Was denkst du, wer gewinnen wird? Spielt keine Rolle. Wer auch immer heute gewinnt, wird gegen mich verlieren. Du bist aber selbstsicher. Große Töne von jemandem, der 0-4 gegen Aiga verloren hat. Es sei denn, du hast es praktischerweise vergessen. Oh ja, ganz genau. Du wurdest tatsächlich zweimal geborsten, oder? Es ist sinnlos, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Und außerdem habe ich Bellfire seitdem evolved. Destined Bellfire wird nicht dasselbe Schicksal erleiden. Was, wenn du gegen Pax antreten musst? Ja, Pandemonium ist super stark. Er hat Veltriac geborsten und hatte sogar einen Gleichstand gegen Achilles. Wer weiß, was er mit dir anstellt. Ha, der düstere Prinz hat immer ein Ass im Ärmel. Warum bloß macht mich das nervös? Tada! Ich hab es wieder einmal geschafft. Jetzt werden meine Starts noch mächtiger sein. Was? Noch mächtiger? Sag mal, wann hattest du überhaupt Zeit, so etwas bauen zu können? Wenn man Champion werden will, nimmt man sich die Zeit. Gegen Pandemonium. Zusammenstöße des Lichts. Achilles! Ruin Break! Erledige ihn! Achilles, was müssen wir tun, um Pandemonium zu schlagen? Sieht aus, als wäre jemand fleißig. Meine Mom hat mir gerade super leckeres Brot gegeben. Willst du auch? Das ist für dich. Ha? Ein Achilles Bay Brot? Wow, danke. Lecker. Oh, das schmeckt immer so gut. Ja, das Brot meiner Mom ist immer lecker. Es schmeckt immer richtig gut. Und wie läuft das Training? Kommst du gut voran? Ja, ich glaube schon. Hm? Stimmt was nicht? Nicht doch, es ist alles gut. Lass mich raten, du hast wieder an deinen letzten Battle gegen Pax gedacht. Aber das passt doch überhaupt nicht zu dir. Warum hast du dir so viele Gedanken? Ich muss immer daran denken, was er gesagt hat, kurz bevor er Veltriac geborsten hat. Er hat seine Farbe gewechselt. Blitz. Wasser. Wind. Und Feuer. Erlebe die Reinform der... Elementarkraft! Pandemonium hat im Battle gegen Achilles nicht die Farbe gewechselt. Wahrscheinlich hat er noch mehr Elementarkraft, die er bisher nicht benutzt hat. Ist das alles? Das ist doch keine große Sache. Wir kämpfen schon seit einer Weile mit Resonanz. Das ist dasselbe. Ja, das weiß ich, aber trotzdem. Du glaubst, er hat Reserven? Du aber auch. Lass deine Resonanz raus. So wie du es damals gemacht hast. Wie damals? Ja, als wir um den Titel gekämpft haben. Im ersten Battle hatten wir einen gleichzeitigen Burst-Finish, weißt du noch? Oh ja, das war super! Ja, die erste Runde war schon gut, aber dann Runde 4?
hörte ich die Stimme von Achilles. Eile! Eile! Oh, Achilles! Eile! Gib nicht auf! Achilles! Was jetzt? Das war der Moment, als ihr es geschafft habt und gemeinsam unbesiegbar wurdet. Du hast recht. Mit Achilles an deiner Seite wirst du Pax und Pandemonium sicher besiegen. Alles klar! Sollte jemand versuchen, uns aufzuhalten, Achilles, werden wir ihn weghauen. Pandemonium. Die Zeit naht, in der du deine wahren Kräfte offenbaren wirst. Hier bist du. Und hast du ihn gesehen? Meinen letzten Battle? Flame Pandora, du hast einen ziemlich mächtigen Bay erschaffen. Pandora gehört jetzt dir und nur dir allein. Okay. Dein nächster Gegner wird Vault sein, nicht wahr? Ja. Sieh zu, dass du ihn besiegst. Ich warte auf dich im Finale. Aber, Was? Nein, es ist nichts. Warte ab! Warte nur ab! Ich werde die Kraft aufbringen und... Elementarkraft! Die Kraft wird... Wo bist du? Ich wollte ihr erlauben, gegen mich zu kämpfen, aber wenn sie sich unbedingt verstecken will... Amigo! Hast du vielleicht Lust, deinen neuen Start zu üben? Ich stehe gerade vor dir. Ranzo, ich weiß nicht. Mein neuer Start ist sicher viel zu mächtig für dich. Zu mächtig, ja? Ich habe mehr Kraft in meinem linken Ohrläppchen als du insgesamt. Was soll ich mit jemandem, der gegen Pri verloren hat? Was? Hast du das gerade wirklich gesagt? Ich habe gegen Pri verloren, ja? Würde jemand, der gegen Pri verloren hat, das hier machen? Ich werde nicht gehen, bis du gegen mich kämpfst. Gut, wenn du so sehr gegen mich kämpfen willst, dann werde ich es dir erlauben. Mal sehen, wie lange du gegen meinen neuen Start durchhältst. Los geht's. 3, 2, 1. Let it rip! Wow! Was sagst du dazu? Okay, also vielleicht ist dein Start stärker geworden um sehr viel. Sagte ich's dir doch. Mein nächster Gegner wird Pri sein. Pri, wo bist du? Endlich, da bist du ja. Belle? Du darfst gegen den düsteren Prinzen kämpfen. Ja, vielen Dank für das Angebot, aber ich muss mich als nächstes um Vault kümmern. Wenn du Vault schlagen willst, dann trainiere gegen den neuen mächtigen Start des düsteren Prinzen. Neuer mächtiger Starter? Siehst du? Hey, das kommt mir bekannt vor. Ich empfange ein paar Chakadera-Vibes. Nein, überhaupt nicht. All meine Ideen gehören mir und nur mir allein. Natürlich, was immer du sagst, Belle. Gut, dann kämpfen wir. Na geht doch, also warum nicht gleich so? 3, 2, 1, let it rip! Belle, was sollte das gerade? Ich hab nur etwas ausprobiert. Hab ich dich überrascht, überrumpelt, erwischt? Gut, Pri, jetzt machen wir ernst. 3! Ich brauche mehr Kraft, ich schaffe es. 2! Wir müssen mehr Kraft entfesseln als je zuvor. 1! Das wird der mächtigste Start aller Zeiten. Let it rip! Jetzt! Destined Launch! Ha 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 ha!
guckst du jetzt, was? Mein neuer Start ist spektakulär. Nochmal, einmal noch. Du kannst es so oft du willst weiter versuchen. Blade und Mayfans, wir sind zurück. Ohne Umschweife stelle ich euch die Blader vor. In der roten Ecke haben wir den besten Turm und die unbesiegbare Legende persönlich, Eiger Kamane. Sein Gegner ist das Genie, der Elementarmeister, der ein Überraschungs-Comeback feiert. Hands for Sight! Und bei diesen beiden Bladern wisst ihr, dass euch was Tolles erwartet. Deine Ansprache neulich ist der Grund dafür, dass ich heute vor dir stehe. Durch deine Worte wurde mir etwas klar. Und zwar, wie sehr ich wieder kämpfen wollte. Ach ja? Den ersten Schritt hast du ja schon getan, aber denk nicht, dass du bereits gewonnen hast. Was willst du machen? Er ist eben der Weltmeister. Stimmt etwas nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte gerne die Arena sehen, an der ich mitgewirkt habe. Na, das hört sich sinnvoll an. Du kommst gerade richtig zu einem aufregenden Battle. Eiger und Pex kämpfen gleich gegeneinander. Und es geht los. Jetzt erster Battle! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei, eins, let it rip! Alles klar! Die Launch! Abflug! Ziele Kili rast ins Getümmel wie eine Rakete! Eine Mission der Höchstgeschwindigkeit! Das ist aber echte Kraft! Jetzt Wind! Blitz. Wow, Pandemonium beginnt den Gegenangriff. Pandemonium drängt der Kielis in die Ecke. Was macht ein Mädchen mit dem Rücken zum Abstehen? Wasser. Pandemoniums heftige Attacken tauchen der Kielis in den Whirlpool. Achilles wird total vermöbelt! Zelle Shield! Pandemonium! Ja, darauf habe ich gewartet. Jetzt zeige ich dir die Bindung zwischen mir und Achilles. Nicht schlecht. Das zeigt, wie stark seine Resonanz mit Achilles ist. Du bist wirklich stark, Eiger Akabane. Aber wenn ich meinen Arm damals nicht verletzt hätte, wäre ich der Weltmeister, nicht du.
Und jetzt ist die Zeit endlich gekommen, um das zu beweisen. Wenn Pax gerade einen Punkt verloren hat, warum lächelt er dann so hinterhältig? Seine Elementarkraft ist viel stärker geworden. Zweiter Battle! Lass alles raus! Deine ganze Elementarkraft, die du hast! Er hat Pandemonium in den Hochmodus versetzt. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Alles klar! Ziel Launch! Achilles startet einen heftigen Angriff! Dieser Antrieb, diese Leidenschaft! Achilles hält in dieser Arena absolut nichts zurück! Sehr gut. Ich werde dir die ultimative Elementarkraft zeigen. Pandemonium! Geht los. Jetzt schnapp ihn dir! Was ist denn? Pandemonium drückt Achilles runter! Komm, Feuer! Pandemonium mit einem Burst-Finish! Bei einem Punktestand von 2 zu 1 ist Pax Forsyth der Sieger! Was für ein Battle! Mit diesem Sieg zieht Pax Forsyth ins Halbfinale ein! Verstehst du jetzt die ultimative Elementarkraft? Du musst als Nächster gegen Pax kämpfen! Ha! Der düstere Prinz freut sich auf diesen neuen Feind! Jetzt ist es amtlich, Alga hat verloren. Ich geh mal nach ihm sehen. Shu, wo gehst du hin? Willst du etwa auch nach Alga sehen? Nein. Was hat der düstere Prinz jetzt vor? Mal sehen, wie sich mein neuer Staat in dieser Arena verhält. Hältst du das für eine gute Idee? Wakia flippt aus, wenn er davon erfährt. Er wird nichts rausfinden, wenn ich es heimlich mache. Aha, auf frischer Tat ertappt. Hast du etwa wirklich gedacht, dass du mich reinlegen könntest? Amigo, das ist überhaupt nicht gut. Ranzo, ich überlasse Wakia dir. Mir? Warum sollte ich... Ich hab's. Hey, hier bin ich! Ablenkung! Hinter mir gibt's nichts zu sehen! Nein, überhaupt nichts! Du kriegst mich nicht! Das reicht! Komm zurück! Komm zurück! Wieso hörst du dich noch nicht? Das reicht immer noch nicht. Ich brauche noch mehr Startkraft. Ich kann es schaffen! 3, 2, 1! Let it rip! Ja, so ist richtig! Was machst du? Bellfire! Das ist das Element des düsteren Prinzen! Diese Startkraft ist was Besonderes, Amigo! Ja, selbst ich muss das zugeben! Du hattest deinen Spaß, düsterer Prinz. Hör auf, rumzualbern! Hab dich. Nicht schon wieder! Ja! Jetzt rennen wir weg. Ja! Rennt ruhig, aber immerhin kann ich genau sehen, wohin ihr rennt. Shu, du hast zugesehen. Und was denkst du? Du warst ziemlich stark. Oh, danke.
Freut mich, das von dir zu hören. Ich wusste, dass du besser als jeder andere verstehen würdest, wie ich mich gerade fühle. Du hast recht. Ich verstehe es. Und doch weiß ich auch genau, was auf dich zukommt. Das war die ultimative Elementarkraft. So hat er es jedenfalls genannt. Aber ich weiß nicht, irgendwas an diesem Battle gab mir ein komisches Gefühl. Ja, mir auch. Pax ist gefährlich. Schuh! Genau wie du es damals warst. Er ist gefährlich. Aber für wen? Bleibt sofort beide stehen! Oh? Kann ich, wenn du kannst? Warum vergessen wir das nicht einfach? Wie hast du mich genannt? Das war's! Disqualifiziert! Was hat der düstere Prinz jetzt angestellt? Das würde ich auch gerne wissen. Steckt Pri in Schwierigkeiten? Reiß dich zusammen, Pri, du schaffst das! Konzentriere dich auf dein Match gegen Volt! In der nächsten Episode von Beyblade Burst Quad Strike: Resonanz gegen Elementarkraft! 3, 2, 1, let it rip! Jetzt zeig den düsteren Prinzen, was du drauf hast!